Wir sind auf der Suche nach den Kücheninnovationen, nach den Küchentrends für das Jahr 2025 und ihr seid dabei recht herzlich eingeladen, mich zu begleiten und bei dem Video wie immer viel Spaß. Ja, wir sind bei Bora und wir starten gleich hier mit dem absoluten Highlight meiner Meinung und zwar der selbstreinigenden Spüle. Die Spüle ist eine Quarz-Composite-Spüle, eine Cristador-Spüle, quasi produziert von Schock und hier in Kooperation entstanden mit der Selbstreinigung und die starten wir gleich mal. Das können wir direkt hier über die passende Armatur tun. Ihr könnt das aber auch mit einem Sensor, der unter der Arbeitsplatte verbaut wird, das Ganze auslösen. Wichtig ist, ihr habt hier einen Wasserverbrauch pro Spülgang von ca. 330 Milliliter und das ist deutlich weniger, als wenn ihr für die Reinigung das Wasser aus dem Hahn laufen lasst. Kommen wir nochmal zum Wasserhahn. Der ist ja auch neu. Der hat keinen klassischen Hebel mehr, sondern wird bedient über vorne die Einheit. Und die Einheit zeigt uns die Wassertemperatur an. Wir haben jetzt hier ein lauwarmes Wasser. Wenn wir das Ganze nach rechts drehen, dann haben wir hier kaltes Wasser, wird uns blau angezeigt. Und wenn wir das Ganze nach links drehen, dann haben wir hier das heiße Wasser. Heiß, so wie es aus der Leitung kommt. Das Ganze kann wieder geschlossen werden und in der Mitte haben wir, wie gesagt, den Druckknopf für den Spülvorgang, für das Becken. Und was jetzt hier an der Armatur innovativ ist, ist natürlich die Bedienung, denn wenn ich jetzt hier die Hände voll habe oder die Hände schmutzig habe, kann ich einfach das Ganze mit meinem Oberarm bedienen und natürlich auch wieder schließen. Ja, jetzt wollen wir natürlich schauen, ob die Theorie auch in der Praxis funktioniert. Und dafür gibt es hier ein paar Verschmutzungsgeschichten, die wir hier machen können. Da haben wir etwas Krümel und dann hier so eine tolle rote Soße, die wir hier mal wunderbar im Becken verteilen. Und dann starten wir hier die Reinigung. Wenn ihr jetzt den Druckknopf länger als 5 Sekunden haltet, dann aktiviert ihr hier den Reinigungsvorgang, denn dann wird permanent das Wasser hier durchgespült und die Spüle nochmal komplett gereinigt. Der Sensor, der unter der Arbeitsplatte montiert wird, der hat natürlich eine Wischschutzfunktion. Das heißt, wenn ihr die Arbeitsplatte reinigt, löst er nicht automatisch hier die Reinigung der Spüle aus, sondern ihr müsst dann in dem Fall einfach 1-2 Sekunden die Hand oder den Finger drauf lassen und dann wird der Spülvorgang ausgelöst. Jetzt sind wir von der Spüle direkt beim X-Bo gelandet. Den X-Bo haben wir euch ja schon über das eine oder andere Kochvideo auf unserem Kanal präsentiert. Die Videos verlinken wir euch auch nochmal über die Infokarte. Was ist jetzt beim X-Bo neu? Der X-Bo bekommt ein Update. Das Update beinhaltet insgesamt dann 200 Automatikprogramme für das Gerät und die Reinigungsfunktion wurde nochmal erweitert um eine Schnellreinigung, die dann circa eine Stunde das Gerät reinigt. Die aktuelle Reinigung braucht circa 4 Stunden und das Ganze natürlich auch noch mit etwas Zubehör ausgestattet, denn wir haben eine neue Funktion bzw. neues Automatikprogramm, das Airfry. Und hier das Airfry-Blech mit der Wabenstruktur für eine maximale Umströmung, für perfekte Ergebnisse. Und wir haben hier die Grillplatte neu, natürlich klassisch mit der Rifflung und der glatten Fläche. Und wenn ihr die Grillplatte umdreht, habt ihr natürlich hier eure heiße Fläche für die Pizza. Beim Kochfeldabzug gibt es natürlich auch das eine oder andere Neue zu entdecken. Und zwar das X-Pure gibt es jetzt auch mit einer matten Glasoberfläche, was ich natürlich wie hier in so eine Arbeitsplatte im flächenbündigen Einbau sehr gut integriert. Das Ganze natürlich sehr pflegeleicht, kratzresistent und die weitere Neuerung ist, dass wir das Gerät einmal einschalten und wir haben jetzt ein farbiges Bedienelement. Blau ist für die Lüftung und rot ist für die Kochzonen. Aber auch das Kochfeld könnt ihr natürlich mit in die Bora-App integrieren. Habt dann auch eine App-Steuerung für das Kochfeld. Und das Kochfeld kann natürlich dann auch mit Temperaturen bedient werden. Das heißt, für die Grillplatte könnt ihr zum Beispiel 180 Grad einstellen.
das Kochfeld hält dann natürlich auch konstant diese Temperatur. Oder halt, wenn ihr Wasser zum Kochen bringen wollt, beziehungsweise zum Sieden, dass die Temperatur gleich bleibt, könnt ihr dann damit auch entsprechend einstellen. Während wir jetzt die neuen Geräte auch geschmacklich testen, habt ihr die Möglichkeit, weitere Videos für eure Küchenplanung über die Links anzuschauen. Unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Bootsmann-Küchen-Logo. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert.